Ihr kleinen Schweinchen dachtet auch, ich reagiere nicht auf den neuen Poppy Playtime Chapter 3 Trailer, oder? Vollkommen korrekt. Herzlich willkommen zu My Little Poppy. Auf hier! Ist gut, wir beruhigen uns jetzt alle. Du auch bitte, Jeremy. Überraschend zwitscherten mir die Vögelchen was vom neuen Poppy Playtime Trailer. Keine Ahnung, warum ich es nicht richtig mitbekommen habe. Irgendetwas hat dieser Tage meinen Blick getrübt. Ich weiß nicht, was es ist. Aber gut. Heute ist der Tag, Freunde. Wir ziehen uns das rein. Irgendwelche Fragen? Wir machen es wie immer, Freunde. Ich schaue mir das Ding erstmal in Ruhe an, rutsch dabei ein bisschen auf meinem Stuhl rum, mache O und A und das ist ja krass. Und danach schauen wir das nochmal im Einzelnen zusammen durch. Deal? Danke. Das war sicherlich der Zugcrash am Ende von Chapter 2. Ich letzten Sonntag nach dem Berghain. Alter, das ist gruselig gemacht. Meine Güte. Gänsehaut, ey. For real jetzt mal. Chapter 3, Deep Sleep, tiefer Schlaf. Ey, Digga, ich hab jetzt was ganz anderes erwartet. Oh mein Gott! Das hat mich jetzt aber schockiert. Winter 2023! Ey, die lassen uns aber auch echt eine ganze Weile schmoren. Meine Güte! Ich hab jetzt hier schon ein wenig Angst gehabt, dass Ruin zeitgleich rauskommt mit eben Poppy Playtime Chapter 3. Aber das dauert ja noch ein wenig. Boah, ey, dann, ich muss zugeben, meine Erwartungshaltung wird dann ein wenig höher, wenn die sich so viel Zeit lassen. Aber wenn ich das sehe, Junge, dann bin ich extrem aufgeregt, wahnsinnig gespannt drauf. Heiliger Strohsack, sieht das krass aus. Also mir ist bewusst, es ist ein cinematischer Trailer. Die Grafik wird so sein, wie wir es gewohnt sind. Oder sieht das Game so aus dann? Das wäre unglaublich heftig. Glaube ich nicht, aber... Boah, ja, wobei... Wenn sie das machen, so einen kompletten Stil-Umschwung, wäre das heftig, glaube ich aber nicht. Ich denke, das ist einfach nur für die Cinematik irgendwie gemacht. Aber ich bin extrem gespannt, Alter. Meine Fresse. Gut, schauen wir uns das mal. Da waren ja sehr viele interessante Szenen. Hier, wie gesagt, im Einzelnen durch. Und gucken mal, was wir da für Eindrücke und Gedanken kriegen. Das ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, da gibt es viel rauszulesen. Ganz zum Anfang gibt es so einen Überblendungseffekt mit so einer Gasmaske. Wenn du blinzelst, kannst du das, glaube ich, ganz schnell übersehen. Aber ich hatte das schon irgendwie auf dem Schirm, dass ich da nochmal nachgucken wollte. Und ich habe mir schon gedacht, dass das das Ding ist. Das hatten wir in dem ersten Trailer zum Kapitel 3 ja bereits. Und ich glaube, das ist auch ein Item bei, na hier, Project Playtime, diesem Multiplayer-Poppy-Spiel. Ich denke mal, das wird irgendwie ein zentrales Element. Auf jeden Fall ist das halt wiederkehrend. Das scheint nicht random zu sein. So, dann haben wir den Zugcrash. Also, wir gehen ja einen kohärenten Weg. Das heißt, das wird da wieder einsetzen. Wir wollten eigentlich in Richtung Ausgang fahren, offensichtlich. Hat ja gut geklappt. Vielleicht hätte ich doch mal einen Zugführerschein vorher machen sollen. Vielleicht gab es aber auch irgendwas, was noch nicht wollte, dass wir nach Hause gehen. Was noch eine Runde spielen will. Und hier ist ganz interessant, wir sehen durch diese Tür und hören weiterhin
die Feuer von dem Train Accident. Das leuchtet hier so raus. Das heißt, das wird die Tür sein, wo wir in das Chapter 3 reinstarten. Richtung Playcare. Und wir wissen ja bereits, es gibt so eine Tagespflege in dieser Einrichtung. Also nicht nur, beziehungsweise überhaupt nicht, Tages- und Nachtpflege wahrscheinlich. Also ein Aufenthalts-, wie so eine Art Kindergarten für Kids. Und nicht nur eine Spielzeugfabrik. Alles natürlich in, ja, Poppy-themed sozusagen. Mit den ganzen Maskottchen. Und da verschlägt es uns rein. Und dann, glaube ich, werden wir die dunkle Seite der Machenschaften dieser Einrichtung kennenlernen. Das unterstützt meine These, weil das sieht ja hier aus wie, ja, weiß ich nicht, wie so ein Wohnbereich, sag ich mal. Hier, ich dachte erst, das wären so Kinderbetten, aber ich glaube, das ist ein Tisch mit Stühlen, wenn mich nicht alles täuscht. Und mal, ich mach mal kurz die Kamera weg, dann seht ihr es vielleicht ein wenig besser. Ja, der ganze Flur, hier sind irgendwelche Zeichnungen von Kindern wahrscheinlich. Typisch für Horror-Games, aber ich kann jetzt nicht ausmachen, was das ist. Und wir sehen auf jeden Fall Kratzspuren von irgendeiner Klaue. Ich vermute mal, das ist dieses The Big Mama, Alter. Das Gerät, was, ja, oh ja, ja, Mama ist ein gutes Stichwort, was das rosane Viech da in Chapter 2 weggesnackelt hat, nachdem wir es durch einen Schredder gejagt haben. Ich glaube, damit haben wir es so langsam zu tun und so kommen wir ein wenig auf den Ursprung des Bösen hier zu sprechen. Atmosphärisch super geil gemacht, super eerie, übelst. Sehr, sehr gruselig, finde ich cool. Ja. Poppy, Hoogie Woogie Figur. Hier sehen wir noch irgendein anderes Tierchen. Beide ohne Kopf, hier mit Blutfleck. Und die Kratzspuren gehen weiter. Es zieht also seine Bahn. Wie ich Samstagabend. Das sieht aus wie, leider verstorben, irgendwie so ein Erinnerungsfoto oder so mit den Blumen. Ich weiß nicht, hier ist noch eines dieser Maskottchen. Das hat aber auch keinen Kopf. Das ist, und jetzt wird's super dark, Freunde. Weil wir hatten in diesem einen Tape, glaube ich, erfahren, dass es Leute gibt, die sich freiwillig in dieser Einrichtung einem Experiment unterzogen haben. Und zwar, dass sie ihren Körper ablegen und weiterleben, indem sie ihre Seele sozusagen, ihr Sein, in ein Spielzeug transferieren. Ein Mann hatte sich da irgendwie für, also als Freiwilliger erklärt und jetzt wird's übel. Time for bed. Das finde ich auch sehr krass, weil wir hatten dieses eine Poster mal gesehen, wo dieser Betrieb dieser Einrichtung, die die Kinder beherbergt, dargestellt war. Und da ist mir sofort diese Gasmaske eingefallen. Weil die Frage ist, wenn die Kids da auch über Nacht geblieben sind, mussten die ja auch so viele Kinder irgendwie zum Schlafen bringen. Wir sind ja in einem Videospiel-Universum. Vielleicht war diese Gasmaske für die Mitarbeiter so ein bisschen bunt gemacht, damit es nicht ganz so gruselig wird, wie Gasmasken eigentlich nun mal normalerweise sind. Aber es sollte vielleicht sichergestellt werden, dass die Kids auch schlafen. Das ist hier mit Time for Bed gemeint. Hier sieht man die Kinder in einem sehr einfachen, einer einfachen Zeichnung und dann irgendeine dunkle Schattengestalt, die dann kommt. Also haben die diese Experimente an den Kids gemacht? Also irgendwas ist da nachts passiert. Und ich gehe mal davon aus, dass dieses Chapter nicht nur wesentlich gruseliger, wesentlich brutaler wird, sondern auch von dieser ganzen Aufmachung her dunkel. Einfach um dieses Theme irgendwie, ne, zu repräsentieren. Ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das wird sehr übel. Tja, ein aktiviertes Walkie-Talkies. Weiß nicht, ob das ein Spielzeug ist oder ist vielleicht auch ein Gameplay-Element oder so. Ich meine, wir hatten in Ruin jetzt auch das Funkgerät. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir mit irgendwem Kontakt, der uns reinloggt und es ist aber irgendwie eine Falle wieder oder so. Ich meine, wäre jetzt auch nicht schlimm, auch wenn wir das schon hatten. Die Kratzspuren, die gehen hier weiter. Wir sehen mehr Fotos von Kindern, die sehen alle komplett verstört aus. The original saved me. Das Original hat mich gerettet. Also, wahrscheinlich sind es irgendwelche traumatisierten Kinder oder so.
Oder sie sind halt von dem, was hier passiert ist, irgendwie traumatisiert und man versucht, die irgendwie zu retten, indem man ihren Körper irgendwie transferiert. I live to serve. Ich lebe, um zu dienen. Our Angel of Salvation. He gives me night. Er gibt mir Albträume. Ja, das unterstützt das alles, was ich sag. Just like Mommy and Daddy before they left me. Sie haben mich verlassen wie Mom und Dad. Ah, es sind Waisen. Okay. Ja, gut. Dann erklärt sich's auch, warum die Kinder da sind. Eigentlich klar. Da geht irgendwas weg. Verschwindet im Schatten. Wir sehen Kerzen auf dem Boden, Blut wahrscheinlich oder irgendwas. Das ist ein Foto, wo ich denke, egal was ist, das Chapter wird unglaublich brutal, Alter. Also irgendwas machen die in eine sehr, sehr üble Richtung. Ich glaube, jetzt geht's langsam los, dass das Game richtig, richtig finster wird. Wir sehen halt einen aufgespießten Kopf von Hoogie Woogie. Und wir sehen das Ding, begleitet von einem dröhnenden, atmosphärischen Rauschen. Ich weiß nicht, ob man hier eine Person hängen sieht oder so. Ich glaube, das sind, oder vielleicht ist das auch so eine Zange, hier so Hände. Das sind Einzelteile, das ist irgendein zusammengesetzter Haufen, so ein Ener-Ding. Wisst ihr, was ich meine? Und es war ja auch die Rede von The Original. Also, irgendwer, der dem Experiment hier in dieser Fabrik zum Opfer gefallen ist, hat sich vielleicht zu so einem Übertransformer zusammengebaut oder so. Und lauert tief in den Tiefen dieser Einrichtung. Das meinte ich. Never forget the hour of joy. Follow the path. Followers of the path. Ich weiß nicht, was hier genau steht. Ich weiß nicht, was die Hour of Joy sein soll. Vielleicht der Übergang von der Seele in das Spielzeug? Und das ist wahrscheinlich das Ding, wovor wir am meisten Angst haben sollen. Wieder Gas. Versteht ihr, was ich meine damit, dass ich glaube, dass diese Maske ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil sein wird? Es verströmt Gas. Das ist nicht zufällig. Ich glaube, das Ding bringt die Kinder ins Bett, ne? Oh Gott. Und dann heißt das Ding auch noch Deep Sleep, Alter. Boah, ey, ich glaube, wir haben das ganz gut connected, ohne allzu viel zu wissen. Nur mit dem, was wir haben. Meiner Meinung nach. Das wirkt so ein bisschen wie FNAF für Erwachsene, Alter. Oh mein Gott. Die treiben es halt echt richtig krass auf die Spitze. Also nichts, was noch nicht vorher da gewesen war, aber... Meine Güte. So, im Winter 2023, das kann jetzt alles bedeuten, also das letzte Quartal wahrscheinlich irgendwie. Ich hoffe, ja, vielleicht, ey, wenn es Weihnachten kommt, wäre das echt nochmal ein geiler Boost, so ein Hype-Ding, worauf wir uns noch gefasst machen könnten, worauf wir noch gespannt sein sollen. Oh, ich schätze mal, das war nicht der letzte Trailer oder Teaser. Wir werden noch irgendetwas bekommen, wenn die Zeit reif ist und vielleicht auch bis dahin nochmal irgendwas anderes. Ich bin gespannt, weil die Wartezeit ist ja jetzt schon doch deutlich. Aber, wie wir wissen, kann das ja dazu führen, dass das Spiel umso besser wird, umso besser optimiert, dass einfach es wenig Fehler gibt, dass die einfach sich Zeit lassen, um sich Gedanken zu machen, das richtig schön zu machen, richtig gruselig und so. Ich freue mich drauf. Ich muss sagen, krass, krasse Nummer, Alter. Finde ich heftig. Ihr wisst, Analysen sind immer reichlich Laberei, aber das... anzugucken bei so einem Titel ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht nur interessant für mich, sondern auch für euch. Ich würde mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, wenn ihr auf das Projekt gehypt seid. Ich werde das natürlich sofort spielen, also keine Frage. Wer auch jemals daran gezweifelt hat, möge vor Scham versinken. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut.